Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute mache ich ein ganz besonderes Gericht für Sie. Und das ist also für ganz beliebtes Gericht ist das in Indien, Pakistan und Kaschmir, also asiatische Länder. Da heißt das Chicken Curry. Da mache ich ganz leichtes, also nichts so schwer. Da die Zutaten, die mache ich ja so ganz leicht, nicht so viel. So, davon habe ich Hähnchen 1 Kilo, ganz, also genau 1 Kilo habe ich jetzt die Hähnchenkeule genommen. So, also da ist ganz fix und fertig, ohne Haut ist das, ja. Also kann sie jetzt mit, also die also Knochen backen, also das ist jetzt keine Brust, sondern nur die Keule ist das. Also kann sie jetzt, normalerweise kann sie ganze Hähnchen nehmen, kann sie jetzt zerlegen, das ist, geht auch, ist kein Problem. Ich habe nur Beine genommen, also, okay? So, davon habe ich jetzt die Hähnchen, dann habe ich jetzt die Tomaten, habe ich halbe Kilo genommen und Zwiebel, 2 Zwiebel, so circa 100 Gramm. Da habe ich jetzt Joghurt, circa 50 Gramm, 40, 50 Gramm. Da habe ich jetzt die Currypuder, eine halbe Teelöffel. So, Kümmel habe ich genommen, da halbe Teelöffel, ganze Teelöffel kann sie nehmen. So, die Paprika, der habe ich jetzt, ist ein bisschen scharf, habe ich halbe Teelöffel, nicht so viel habe ich genommen. So, Salz habe ich 1,5 Teelöffel, dann habe ich Korianderpuder 1 Teelöffel und der Garam Masala habe ich 1/2 Teelöffel. Ja, und Öl nehme ich circa 300 Milliliter, weil der Öl erstmal jetzt ich braten ein bisschen, also die braten die Hähnchen und dann kann ich sofort rausnehmen die Öl. Ganze Fett muss ja rausnehmen. Die können Sie jetzt live gucken. Und ja, da fange ich jetzt an. Also da ist erstmal die Öl rein tun. Ja, da ein bisschen Öl, ein bisschen mehr. Und nachher ziehe ich die jetzt Öl raus. Also die brauche ich nicht so viel. Nur erstmal die Hähnchen ein bisschen. Also braten ein bisschen. So, Öl ist ja jetzt die ist so ganz heiß. Dann langsam kommen wir jetzt hier die, also ganz vorsichtig rein tun. Ja. Habe ich jetzt die Hähnchen, also die ganz, hier habe ich jetzt die Beine halbieren. Also die 2 Stück gemacht, ein Bein ist besser, weil ich so ist so viel groß. Dann kann sie jetzt hier so durchbraten, also bis der jetzt ein bisschen Farbe ändert. Ja. So. Dann geben Sie dazu bitte die Salz. Die ganze Salz kann sie jetzt hier zugeben. Ja. So. Weil die ganze Salz kann sie jetzt ganze Hähnchenbeine. So. Ich mache jetzt ganz, ganz leicht, also da nichts so schwer.
und zudecken. So, circa 4-5 Minuten, 6 Minuten kann sie sagen. Da kann sie jetzt aufdecken, also den mal gucken. Also der ist ja ganz gut. Ja, hier sehen Sie jetzt, die Farbe ist geändert. So, dann kann sie jetzt die ganze Fettmuster raus. Die kann man jetzt hier, die Brühe muss ja jetzt alles raus. So, ein bisschen drin lassen. Ganz ohne Fett kann man gar nicht kochen. So ein bisschen. So, ja, ist gut. Ja, ein bisschen nur, ne? Also ein bisschen drin lassen. Ja. So, jetzt kann sie ja zugeben, jetzt hier die 4-5 Peperoni, wenn Sie wollen. Okay, wenn nichts, dann muss nicht sein. Und da habe ich jetzt die jetzt ein bisschen vergessen. So, die Knoblauchsoße. Die kann Sie jetzt 1,5 Esslöffel muss er jetzt da reingeben. So, da kann einmal durchrühren. Ja. Erstmal die Knoblauch. Dann geben Sie jetzt bitte jetzt hier die Zwiebeln. Und die ganze, also die halbierten Tomaten. Also die müssen Sie jetzt später die Tomatenhaut abziehen, das sage ich auch, also dann nachher. Erstmal jetzt hier ein bisschen zudecken. So, davon ein bisschen, also 2-3 Minuten. Bisschen Wasser, so circa 100 Milliliter, mehr nicht, so. Und ein bisschen zudecken, so. So, mal gucken jetzt, also, wie sieht der aus? So, jetzt versuchen Sie bitte, diese Haut, also von Tomaten wegziehen, also die nur Haut oben, ne? Also die kann sie jetzt hier, ist ja noch nicht fertig, aber also doch ist, ja, diese Haut kann sie weg, weil die, also wäre nicht so gar, ne? Also der muss ja alles rausziehen, alles weg. So, der Haut ist alles weg. So, jetzt kann sie jetzt dieses Gewürze reintun. So, Korianderpuder habe ich reingetan. So, die Kummel. So. Dann habe ich jetzt die Thermikpuder, also Curry. Dann habe ich jetzt Paprika, so die rote Paprika. Da habe ich jetzt hier die Garam Masala, die kann ich ein bisschen, also später, also halbe Teelöffel, nur halbe Teelöffel schwarze Pfeffer. Die habe ich nicht, also habe ich vergessen, also schwarze Pfeffer, halbe Teelöffel. So, die schwarze Pfeffer habe ich so reingetan, so Garam Masala, so. Die haben den Rest nur Joghurt. Da ein bisschen warten, so 3-4 Minuten, dann kann man rein tun. Erstmal jetzt hier, die ganze, dieses Masala kann man jetzt erstmal durchrühren. Also,
kann sie jetzt die Kochplatte so circa 1,5 bis 2 machen, also mehr nicht. Nicht so viel, also voll. So, da sieht er ganz gut aus jetzt. Kann sie sehen hier, vielleicht, also der sieht er gut, also riecht er gut. So, also ich habe jetzt hier 2,5 die Kochplatte mit 2. Ja. So, circa 4-5 Minuten, da sieht er so aus. Ja, ist ja die Wasser sind, also die Soße ist ganz wenig. Ja, also wenn Sie jetzt mit der Reis essen, dann kann sie ein bisschen Soße haben, aber nicht so viel. Und dann die Joghurt reintun. Und aber muss er erstmal Joghurt bisschen also schlagen. Also nicht da die. Ja, so reintun, dann ist ja die Soße wäre so ein bisschen, also wie heißt der, so krumm, also die krummelig. Ne? Also der kann sie ein bisschen, also ja, dann ist er jetzt ist er cremig, so richtig und ist er keine Krümchen mehr. Meine ich auch. Ja, deutsche Sprache ist so schwer. So, alles klar, jetzt ist er jetzt ganz gute Soße. Boah, ist also wirklich, ist er jetzt richtig gut geworden. Ja, so jetzt dann ein bisschen so 1 Minute, also rühren, ein bisschen jetzt Joghurt. Muss ja richtig gekocht werden. Also so, das sieht ja gut aus. So, meine Damen und Herren, ist sie jetzt ganz fertig. Also da kann sie jetzt frische Koriander zugeben ein bisschen. So. Okay. So. Da riecht der ganz gute frische Koriander. So halbe Minute so durch und dann ist er fertig. Also das ist ein ganz herrlicher Gericht. Also kann sie jetzt selber probieren. Ja, ich mache jetzt in der also meine, also die Rose nehmen in der Teller, aber der sieht wirklich, wirklich ganz gut aus. So kann sie jetzt mal sehen hier, das ist sehr schön, sehr herrlich sieht der aus. Die Farbe ist ja sehr, sehr gut. Okay, da mache ich jetzt Schluss. Wenn sie meine Essen gefällt, also meine Sender gefällt, da kann sie bei mir die Subscribe machen, also gefällt's mir. Oder Facebook gefällt's mir drücken. Ja, und bis nächstes Recipe. Heute war die 100. Video. Da habe ich jetzt nur für sie ganz besonders, also die Gericht gemacht. Also ist ja wirklich sehr, sehr schön geworden. Und guten Appetit. Danke.